Willkommen zurück bei Lost in Random. In der letzten Folge sind wir kläglich gescheitert. Wir haben hier eine sehr lange Kampfsequenz. Und ja, haben uns da zum Schluss ein bisschen dusselig angestellt. Ja. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Let's see all next. So. Blinzelangriff. Zeitfalle. Können wir uns gut ausrüsten. Anpinnen. Oh, warum eigentlich nicht? Wo ist er denn? Da hinten. So. Mit dem Blinzelangriff war es halt nur mittelmäßig schlau, weil wir jetzt gerade mit dem Schwert kämpfen. Egal. Ja, fällt nicht lange so ein Schwert. Oh mein Gott. Hier ist aber was los. War gut, dass wir uns den angepinnt haben. Mann, wird aber scharf geschossen. So, müsste das so eigentlich schon mal... Natürlich schön, wenn wir den Vergifter jetzt auch noch spielen könnten, aber man kann nicht alles haben. Autsch! Lassen wir uns doch nicht lang lumpen und würfeln. Ach Gott sei Dank. Das haben wir auch dringend gebraucht jetzt. Ja, den brauchen wir. Also selbst wenn wir ihn spielen könnten, bräuchten wir ihn jetzt nicht unbedingt. Da haben wir noch 16 Pfeile. Pinnen wir den doch mal an. So, dann wollen wir uns mal den nächsten Herrschaften widmen hier. Oh ja! Habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Und der hier hat natürlich so einen Glitzerschutz um sich herum. Dann würde ich sagen,
Sperren wir den mal ein. Genau. Und den blinzeln wir ein bisschen. Schaden kassiert, als es nötig war. Den nehmen wir auf jeden Fall, denn durch die Explosion gehen auch immer die Kristalle kaputt, was dann ja auch wieder Schadensmultiplikator wäre. Wir könnten den ja nochmal anbieten für die nächste Runde. Na komm her. So, da sehe ich schon den Heiltrank, den ich gleich dringend brauche. Ja, dringend. Aber wir können den mal lieber nehmen, statt ihn zu brauchen und dann nicht zu haben. Jetzt ist die Frage, wollen wir jetzt mal den Kristallfluch? Oder verlängern wir den Bogen? Wir haben noch... Das würden dann sozusagen nur 8 Pfeile gut geschrieben. 12 Pfeile sollten eigentlich ausreichen, ne? Dann spielen wir lieber nochmal den Kristallfluch. Ja, da hilft auch das Schild nicht viel. Ja, perfekt. Dann pinnen wir uns die Lebensenergie an. Und dann legen wir los. Mich schwer entscheiden. Die Pika sind natürlich auch mal sehr lästig, weil sie sehr schnell sind. Allerdings die hier können wir im Nahkampf nicht schlagen. Wenn wir dann hier mal so einen Schuss for free ansetzen können. Aufpassen, dass wir nicht zu nah dran stehen. Hol doch mal ein paar Kristalle. So, dann schauen wir doch mal. Oh, da sehe ich schon eine Zeitfalle. Die ist natürlich ideal. Jetzt sind wir die anderen schon los. Das ist ja hervorragend. Ja, dann spielen wir noch diese Jungs hier mal in die Zeitfalle. Blinzelt. Nein, das bringt es nicht. So. Geschafft. Puh, was für ein langer Kampf. Genau, von dort sind wir gekommen. Vielleicht gehen wir noch mal schnell zurück, ob wir da... Nee, da ist also nicht zurück. Gesundheit. Ich würde gerne noch mal schauen, ob wir hier irgendwo nicht noch ein paar Vasen übersehen haben. Oder Schlimmeres.
Ist er von da gekommen? Ich habe immer noch die große Angst, dass wir irgendwelche Märchenseiten übersehen haben. Nee. Na gut. Wir können jetzt nochmal bei Manny reinschauen. Ich glaube, wir bewahren die Münzen lieber auf, bis es neue Decks gibt. Jetzt mal, dafür müssen wir sowieso erstmal etwas weiter fortschreiten in der Geschichte. Na, dann schauen wir mal, was der Regelmeister zu sagen hat. Come on, Rule Master, you can do this. You're the best, remember? The best. You can do the impossible 5 times before breakfast. And then the Queen asks for 6. Even. Yes. Every even roll gets a +1 bonus against every odd roll. That'll. Wait, no. That just turns all even rolls into odd rolls. Oh, never mind. Wait, who are you? You're the one with the card, right? Even something? The alchemist told me you'd be coming. And I'm sorry, even with the card, but I've simply got too much to do to help you. Help me? Nobody can help me. The Queen insists that everything I do for her be done by me personally. No subcontracting allowed. Look at this. New layouts for her twisted arenas. Due ASAP, of course. New mechanics for the battles. Due last week. Assigned yesterday. 5 new robots with complementary battlebot attack structures! And you try telling the Queen, or her bloody nanny, or even those deadly 3 heads that they ask for the impossible! Ha! I may be an ancient mystic trained in the art of crazy rules more than anyone else in all of history, but even I'm not a god! I've come to accept that now. But does she care? Tell me, does she? Ich vermute nicht, das lag mir auch auf der Zunge. Everything is important! Look, your card has arrived in here somewhere. And I'll get to it when I can. Dream card? Only the visionary would ever suggest we make a dream card. Hold on. What's that bloody cosmic potato come up with this time? Let's take a look at your card. Oh, perfect. Just perfect! As if I didn't have enough insanity on my plate already. Ooh, but then I do love a challenge. So, what the heck? I'll do it. When I'm done, I'm going to send the card to the highest point in all of 5 Tropolis, the top of the giant chimney. Das klingt auf jeden Fall super vernünftig. Ha! You'll be dead in minutes. You need the 5 of us card makers there with the card if you want any chance of success. Up there, me and the other card makers will imbue the card with all our creative spark. But the ceremony cannot be interrupted. Ah. Even. Just meet us at the top of the smokestack. The card will be there. Assuming this works,
You'll have bigger things to worry about real soon. Yes. No. Yes. There. I mean, I guess it could work. Well, what's done is done. Now hurry. I'll be right with you. Hm. Ja, aber was ist denn nun der Text? Warum hat er zwei Pinöpel? Hm. Da sieh mal einer an. Many Decks. Creature was on her way to discover why she should have respected her equals and never betrayed her queen. Na, sieh mal einer, guck. Da sind sie alle beieinander. Und ich befürchte, es wird ein Kampf auf uns warten, so wie dieses Areal aussieht. Denn der Regelmeister hat ja schon angedeutet, die Zeremonie darf auf gar keinen Fall unterbrochen werden. Und ich denke, es wird an uns sein, die Horden in Schach zu halten. Ich würde sagen, wir machen hier ein kleines Päuschen, wappnen uns für dieses Kommandounternehmen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.